Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction. Diesmal schauen wir uns wieder die Release-Vorschau an für den Monat März. Das Video ist von der GameStar, Link in der Videobeschreibung dazu. Und ich würde sagen, wir starten durch. Bevor wir das allerdings tun, lasst ein Like da, Freunde. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Highlight des Monats ist. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zur Monatsvorschau für den März. Und diesen Monat wird es richtig spannend, denn es gibt nicht nur sehr viele, sondern auch ein paar heiß erwartete neue Spiele. Den Anfang macht jetzt aber ein Metroidvania, das bislang noch keine Wellen geschlagen hat, nämlich The Mobius Machine. Hier erkunden wir als Astronaut einen fremden Planeten, auf dem die Bewohner leider nicht so gut auf uns zu sprechen sind. Aber wir haben ja die passenden Werkzeuge dabei, unter anderem verschiedene Schusswaffen. Okay, Freunde, ja, erster Titel. Uninteressant. Ich denke mal, das hat schon seine Gründe, warum das jetzt nicht so die großen Wellen geschlagen hat. Wir haben ohne Ende Metroidvanias und das sieht eher unspektakulär aus. Also nichts gegen die Entwickler und so. Ja, no disrespect, aber naja. Weiter geht's mit einem Spiel, das auf den letzten Drücker noch von Ende Februar auf Anfang März verschoben wurde, nämlich mit The Thaumaturge. Das düstere Rollenspiel schickt uns im Jahr 1905 nach Warschau, allerdings in einer Welt, in der übernatürliche Monster Realität sind. Wir sollen aber nicht nur gegen Monster kämpfen, sondern auch viele Story-Entscheidungen treffen, die den Fortgang der Erzählung beeinflussen. Okay, ich wollte gerade sagen, das hatten wir nämlich schon mal in Vorschau. Ja, sieht nicht schlecht aus, hatte ich damals, glaube ich, auch gesagt. Ja. Aber ja, wir haben gerade so viele Rollenspiele, gerade im japanischen oder ja, asiatischen Bereich, da wäre jetzt keine Zeit dafür. Aber es sieht nicht schlecht aus, ehrlich gesagt. Auch das Kampfsystem hier, ja, interessant auf jeden Fall. The Outlast Trials verlässt nach nicht mal einem Jahr den Early Access. In dieser Zeit hat das Koop-Spin-off der beliebten Horrorreihe allerdings schon viel Zuspruch bei Steam eingesammelt. Wir spielen hier einen Gefangenen, der sich allein oder mit bis zu drei weiteren Mitstreitern durch die morbiden Prüfungen eines zwielichtigen Arztes schlägt. Wie in der Hauptserie schleichen und umgehen wir meist Gegner, da wir kaum eine Möglichkeit haben, uns mit Gewalt zur Wehr zu setzen. Für Version 1.0 sind zwar keine großen Inhaltsupdates geplant, dafür kommt das Spiel aber auch endlich für Konsolen raus und will euch auch auf PlayStation und Xbox gehörig Angst machen. Ja, Outlast Trials, ja, ist halt so ein Multiplayer-Ding, was mich jetzt nicht so interessiert. Der zweite Teil, den fand ich jetzt auch schon nicht mehr annähernd so gut wie den ersten Teil. Der erste ist natürlich legendär mit den Schlong-Brüdern. Falls es jemand gesehen hat, das Let's Play hat richtig Spaß gemacht damals. Aber ja, jetzt, Outlast Trials interessiert mich nicht. Hat das auch eine große Spielerschaft überhaupt, ja? Und vor allem geht das jetzt in die Vollversion und es hat keinen großen Content-Update drin. Oder, ja, gut, egal, wie gesagt, für mich uninteressant, ja. Leider. Nach SnowRunner geht die MudRunner-Serie mit Expeditions am MudRunner-Game weiter. Im neuen Ableger erobern wir wieder schwer befahrbares Terrain mit immer leistungsstärkeren Offroad-Fahrzeugen. Diesmal sind wir allerdings Teil einer wissenschaftlichen Expedition und errichten auch noch Forschungslager und nutzen Metalldetektoren und Drohnen beim Erkunden der Natur. Wir müssen zudem die Finanzen managen und vor den Ausflügen die Ausrüstung unserer Fahrzeuge anpassen. Okay, das sind immer so Spiele gewesen, MudRunner, SnowRunner, da hätte ich gerne mal ein bisschen reingezockt, habe ich sogar gemacht, glaube ich, das war SnowRunner, aber das ist so ein Spiel, da musst du dich, glaube ich, reinarbeiten, aber die Leute, die das spielen, die feiern das immer wieder ab, also man hört immer wieder Gutes dazu, dass es auch so ein bisschen entschleunigt ist, so ein bisschen entspannt ist, ja, und wenn es jetzt so ein bisschen mehr Story-Inhalte hat, plus Management-System, dass du dich um deine Truppe anscheinend auch kümmern musst, ja, warum nicht, also... Ich denke mal, das wird ein cooles neues Ding sein für die Zocker, ne? von den Vorgängern. Classified France 44 ist ein rundenbasiertes Taktikspiel im Stil von XCOM und Co. Wie der Titel schon erahnen lässt, verschlägt es uns hier nach Frankreich während des Zweiten Weltkriegs. Einer der größten Unterschiede zu XCOM ist aber, dass einzelne Truppenmitglieder nicht permanent sterben können und lediglich für darauffolgende Missionen gesperrt sind. Mit der Overlord-Edition könnt ihr übrigens schon 5 Tage vorher, also am 29. Februar, für einen Aufpreis von 15 € in die Schlacht ziehen. Es gibt aber auch jetzt schon eine Demo auf Steam. Ja, nee, das interessiert mich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie. Also, ich sprich mich jetzt gar nicht an. Machen wir direkt weiter. Nee. Kingdom the Blood basiert auf der gleichnamigen Netflix-Serie und spielt in einer fiktiven Version von Korea im 16. Jahrhundert.
Die Halbinsel wird hier von einer Zombie-Plage heimgesucht und wir müssen uns der Bedrohung nun mit Nah- und Fernkampfwaffen entgegenstellen. Neben dem Singleplayer und Online-Koop gibt's in dem Free-to-Play-Spiel auch PvP-Duelle. Kingdom the Blood erscheint neben dem PC übrigens auch für iOS und Android. Tja, ja, Kingdom habe ich die erste Folge habe ich mal gesehen, damals vor einigen Jahren, aber nicht weitergeguckt. Habt ihr die Serie gesehen, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Allgemein so Lizenzen zu Filmen, es wird immer weniger und wenn es das gibt, dann meistens auf Handy oder halt dann eine PC-Version noch oben drauf. Aber so Konsole und so, ja, sieht nicht schlecht aus, aber gerade auch im März kommt ja ein Spiel, was mehr das Samurai-Feeling rüberbringen wird, glaube ich. Wa? Ja, dazu kommen wir dann gleich. Ist okay. Für Fans vielleicht was. Wir wachen auf, haben Kopfschmerzen und können uns nur an wenig erinnern. So beginnt das Psycho-Horror-Spiel Revale. In den 60er Jahren erkunden wir hier einen Jahrmarkt und versuchen Realität und Fiktion auseinanderzuhalten. In den 5 Story-Kapiteln lösen wir als Walter Thompson verschiedene Puzzle und Rätsel und versuchen, unsere Frau und unser Kind wiederzufinden. Ja, also von der Prämisse her nichts Neues. Vom Setting her, das sah eigentlich ganz cool aus, wie er gerade aus dem Raum herausgeguckt hat in den Waldabschnitt. Das sah optisch irgendwie ganz nice aus. Könnte aber natürlich wieder so ein typisches 0815 Horror-Indie-Game sein. Aber dann wird's ja wieder abgefeiert, weil das reicht ja den meisten Leuten schon. Aber sieht jetzt nicht schlecht aus, ja. Also, und so Jahrmarkt oder Zirkus kann immer ein ganz gutes Setting sein, aber ja, weiß nicht. Sieht nicht schlecht aus. Das 2D-Metroidvania Berserk Boy liefert kunterbunte Retro-Action. Wir durchstreifen New Hope City und nutzen die Kraft von Feuer, Blitz, Erde, Luft und Eis im Kampf gegen Gegner und beim Erkunden der Level. Unsere Attacken ketten wir zu mächtigen Kombos zusammen und finden auf dem Weg auch noch weitere Upgrades und Fähigkeiten. Auf Steam gibt's übrigens jetzt schon eine kostenlose Demo zum Herunterladen. Okay, das sieht schon deutlich interessanter aus und cooler aus als das erste Spiel, was wir hier gesehen haben im Video. PC und Switch, warum... Oh Gott, Alter, wirklich. Also, egal. Warum es das nicht für Xbox und PlayStation gibt, keine Ahnung. Versteh ich nicht. Aber egal. Es sieht cool aus. Ist ein bisschen natürlich Metroidvania, aber auch Mega Man-mäßig mit den verschiedenen Elementen und so, die du hast. Sieht echt ganz nice aus. Ja? Kommt natürlich drauf an, jetzt, was es kostet und ob es dann wirklich so cool ist. Aber da es schon eine Demo gibt, ich glaube, die habe ich sogar bei dem Steamfest gesehen. Aber nicht gezockt. Ja. Ich glaube, da kam die raus, oder? Die Demo. Ja, sieht ganz cool aus, ehrlich gesagt. Eine Demo gibt's auch zum Taktik-Rollenspiel Zoria Age of Shattering. Die Vollversion soll dann am 7. März für den PC rauskommen. Kämpfe führen wir hier rundenweise und wenn wir mal nicht Waffen und Magie sprechen lassen, soll auch die Story und die Verwaltung unserer Helden und Außenposten eine wichtige Rolle spielen. Wir können unsere Anhänger sogar unabhängig auf Missionen schicken, damit sie wertvolle Ressourcen ergattern. Ja, auch hier grundsätzlich nicht uninteressant. Würde ich zur aktuellen Zeit aber nicht spielen. Ja, da würde ich einfach andere Spiele vorher spielen. Aber grundsätzlich sieht es jetzt nicht schlecht aus. Und ich muss ehrlich mal sagen, das Steamfest und allgemein, dass es viel mehr Demos gibt, gerade bei PC-Spielen, ist was Gutes. Ohne Scheiß, das fehlt den Konsolenspielen. Ich weiß gar nicht, was in den letzten Jahren passiert ist. Zu PlayStation 3, Xbox 360 Zeit gab es so viele Spiele-Demos. Und heutzutage sehr wenig. Ich verstehe es. Also es ist wirklich eine Sache, die früher 100% besser war, weil du einfach schon vorher zocken konntest und dich ein bisschen selber überzeugen konntest. Aber ey, warum nicht? Das ist immer was Gutes. Es ist immer was Gutes, eine Demo anzubieten. Ja. Egal. Nach so viel Action kommen wir aber erstmal zu einem entspannten Simulator. Wobei, zumindest Zeitdruck gibt's auch hier, denn in Taxi Life, a City Driving Simulator, kutschieren wir Passagiere durchs sonnige Barcelona und das bestenfalls so angenehm und trotzdem flott wie möglich. Denn umso mehr gute Bewertungen wir sammeln, desto mehr Jobs ziehen wir an Land. Wir kutschieren also Gäste zu Sehenswürdigkeiten, beachten Verkehrsregeln und reagieren auf zufällige Ereignisse wie Unfälle, Bauarbeiten oder Paraden. Zwischendurch fahren wir sogar mal in die Waschstraße. Wow, das sah aber so aus, als wenn du auch dein Taxiunternehmen managen müsstest, aber wenn es das wäre, hätte es wahrscheinlich erwähnt, ey, es gibt so viele Simulatoren, da ist immer wieder was Cooles dabei, ob das jetzt der Knaller ist, keine Ahnung,
Wenn das aber noch ein Management-System hätte, dass du irgendwie so dein Taxiunternehmen aufbauen müsstest nebenbei und selber vorher am Anfang viel fährst, den dann später dich kümmerst, ey, warum nicht? Warum nicht? Ist so ein Spaß-Game, ja, was man für sich vielleicht mal reinzieht, wenn man Bock hat. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Während uns Classified France 44 zur Zeit des Zweiten Weltkriegs nach Frankreich führt, geht's mit Crown Wars The Black Prince gleich mehrere Jahrhunderte in die Vergangenheit. Doch auch hier erwarten uns rundenbasierte Kämpfe im XCOM-Stil, nur halt mit Schwert und Schild. Rivalisierende Königsfamilien kämpfen im 14. Jahrhundert um die Macht und wir schicken kleine Gruppen von gut ausgebildeten Rittern mitten hinein in die Zankereien. Ausprobieren könnt ihr das schon jetzt, denn auch hier gibt's auf Steam eine Demo. Ja, auch hier grundsätzlich sieht es nicht schlecht aus, aber da würde ich vorher, da er sagt, dass es so in die XCOM-Richtung geht, erstmal so ein bisschen, erstmal endlich XCOM 2 spielen, habe ich immer noch nicht gemacht. Ich fand den ersten Teil von dieser neuen Ausrichtung, sorry, fand ich richtig geil. Den zweiten Teil habe ich immer noch nicht gespielt, hätte ich Bock drauf. Und es gibt ja noch ein paar andere Spiele, wo du auch so ein Taktiksystem hast, ja. Auch da grundsätzlich sieht es nicht verkehrt aus, ja. Hier wiederum PC und PS5. Na gut, okay. Der nächste DLC für Hearts of Iron 4 heißt Trial of Allegiance. Hier steht diesmal Südamerika im Mittelpunkt. Zu den neuen Inhalten gehören drei Fokusbäume für Brasilien, Argentinien und Chile. Mit Uruguay und Paraguay kommen dann sogar noch zwei komplett neue Länder dazu. Außerdem gibt es wieder neue Einheitenmodelle, Musikstücke und Voiceovers. This is not a battle for territory. Ja, ist ja, glaube ich, einfach nur eine Erweiterung, oder? Ja. Nicht mein Game. Direkt weiter. Neuheiten. Außerdem gibt es mit Ambulance, Gauntlet, Casket Match und Special Referee Match einige neue und wiederkehrende Matchtypen. Ja, irgendwie teilweise sehen die ganz gut aus, die Modelle, und dann teilweise ein bisschen komisch. Ja, müssen die Wrestling-Fans sagen, ob das cool ist oder nicht. Ja? Also ich glaube, da gab es ja vor ein paar Jahren einen Wechsel, weil die alten Spiele nicht mehr so geil waren, aber die ersten von 2K waren jetzt, glaube ich, auch nicht so der Knaller. Wie ist der aktuelle Status? Ist das gute Spiele oder eher nicht so? Und vor allen Dingen, da es ja 2K ist, wahrscheinlich auch vollgepackt mit Transaction, ja, Microtransaction, oder? Wie bei NBA? Keine Ahnung, Mann. Aber Freunde, es gibt ja jetzt angeblich das Gerücht, dass die auch ein FIFA-Spiel machen. Dass die FIFA-Lizenz bekommen und dann FIFA 2K bla kommt. Mal schauen, ne? Mal gucken. Dann kommt so ein bisschen die. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, damals. NFL 2K, NHL 2K gegen die EA Games damals. Da war meistens 2K immer krasser. Meistens. Das Taktik-Rollenspiel Stolen Realm verlässt den Early Access und erscheint am 8. März auch für Xbox und Nintendo Switch. Version 1.0 soll laut der Entwickler viele neue Inhalte liefern. Unter anderem gibt es mit dem Droiden eine neue Klasse, mit der wir zum Beispiel auch die neue Questline rund um das Tagebuch unseres Vaters spielen können. Stolen Realm können wir entweder allein oder auch im Koop mit bis zu 5 weiteren Mitspielern erleben. Mit Version 1.0 kommt zudem ein Streamer Game Master Mode dazu, mit dem Zuschauer entscheiden, welche Gefahren sich ihr Lieblingsstreamer entgegenstellen muss. Ja, auch hier ist okay. Ja, aber ist jetzt kein Spiel, was ich spielen werde. Also, ist okay. Also, ja. Was soll ich dazu sagen? Ist okay In Stellar Settlers sollen wir auf prozedural generierten Planeten eine funktionierende Weltraumkolonie aufbauen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn die Lebensbedingungen sind oft sehr feindlich. Haben wir dann aber erstmal eine solide Grundlage gelegt, können wir später sogar ein physikbasiertes Raumschiff bauen und einen Startversuch wagen. Wer vor dem Early Access Start am 11. März schon mal einen Blick auf Stellar Settlers werfen will, findet auch hierzu eine Demo auf Steam. Ja, auch das ist ein Spiel, was mich nicht wirklich anspricht. Nee. Da würde ich eher mal Spiele anfangen, mal probieren wie Satisfactory oder Factorio und so, wo du ja auch so deine, wie soll man sagen, deine Anlage ins Laufen bringen musst. So, ja, aber nicht das. Nächstes Spiel. Das in Bayern ansässige Entwicklerteam von Studio Windsocke schickt uns in Passing by a Tailwind Journey auf ein entspanntes Abenteuer quer über eine Insellandschaft. Wir lösen Rätsel, erkunden die Inseln, sammeln Ressourcen und absolvieren auch die ein oder andere Plattforming-Passage.
Dabei soll der Genre-Mix aber nie zu schwer werden und uns die malerischen Landschaften stets gemütlich erkunden lassen. Ja, ich weiß nicht. Auf der einen Seite könnte man sagen, die Grafik ist vielleicht billig, auf der anderen Seite hat es doch schon ein bisschen so seinen Pappmaché-Kunstcharme, so, weißt du, irgendwie, weiß nicht, wie so ein gemaltes, gebasteltes Bild oder so. Ja, aber spricht mich jetzt spielerisch jetzt nicht wirklich an. Eigentlich fast gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Also Fans von rundenbasierten Kämpfen kommen im März auf jeden Fall auf ihre Kosten, denn auch in Goblinstone geht's taktisch zur Sache. Die handgezeichnete Spielwelt wird zufällig zusammengesetzt und ist mit 60 unterschiedlichen Gegnertypen und 25 Bossen gefüllt. Damit wir die dann auch vom Teller fegen können, gibt's allerhand unterschiedliche Charakterklassen und Waffen zur Auswahl. Mit der Zeit bauen wir zudem unser Lager immer weiter aus, um eine mächtige Armee aus Goblins zusammenzustellen. Die Kämpfe erinnern derweil an den Indie-Hit Darkest Dungeon. Ey, das ist tatsächlich mal ein Spiel, wo ich sogar so ein halbes Video mir mal angesehen habe, weil da der Titel irgendwie lautete, hey, voll kleine Geheimtipp oder so, weil da es auch schon eine Demo gab oder gibt. Ja, erinnert wie ja schon meint sehr stark an Darkest Dungeon, aber ich denke mal, dass es nicht so hart wird. Aber ja, auch hier nicht schlecht, ohne Scheiß. Freunde, ey, wird nicht schlecht, kann man mal machen, ja? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Und wie gesagt, es müsste eigentlich noch eine Demo geben, ja? Nach dem umstrittenen Ableger Rogue Corps kehrt die Contra-Serie mit Operation Galuga wieder zu ihren Oldschool-Wurzeln zurück und setzt auf klassische Side-Scroll-Action für bis zu zwei Spieler. Es gibt aber auch neue Features, wir können beispielsweise unsere Waffen überladen. Auch der Soundtrack wurde modernisiert und erhält nun neben einigen klassischen Tracks auch viele neue Songs. Für die 8 Level der Vollversion stehen verschiedene Charaktere als Spielfigur zur Auswahl, außerdem gibt es Fahrzeugabschnitte und alternative Spielmodi. Einen Teil davon könnt ihr auf Steam bereits in einer Demo ausprobieren. Ja, ey, Contra ist eigentlich eine legendäre Reihe, ja. Allerdings wurde ja mit Füßen getreten von Konami und das sieht von der Optik her auch eher so okay aus, finde ich. Und von den Levelabschnitten, von den Kämpfen her, sieht es genauso aus, als wenn man das schon mal vor 20 Jahren gezockt hätte. Also, aber es, auf der anderen Seite ist es ganz cool, dass sie vielleicht mal wieder ein normales machen, nachdem das andere war ja eher so 3D-mäßiger Überschrott. So, ich weiß gar nicht. Das sieht wiederum besser aus, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, das sieht, also, ja, keine Ahnung. Also ich habe bisher nichts gesehen, was man nicht schon mal in der eigenen Reihe schon mal erlebt hat, vor 30 Jahren oder so, weißt du? Na, keine Ahnung, zwiegespalten. Der chaotische Brawler Paint the Town Red bekommt einen VR-Ableger für PlayStation, MetaQuest und PC und lässt uns dann auch in der virtuellen Realität alles als Waffe verwenden, was nicht nied- und nagelfest ist. Neben der Roguelike-Kampagne gibt es auch noch einen Arena- und einen Endless-Modus. Auf dem PC steht uns außerdem noch ein Level-Editor per Steam Workshop zur Verfügung. Tja, Leute, das ist mal ein cooles Game, ja. Also, der Name ist Programm, ja. Also, wir müssen das Level oder die Stadt oder das Dorf oder die Kneipe oder egal, wo wir unterwegs sind, einfach rot einfärben. Und das heißt, die Leute kaputt schlagen. Das ist die Devise bei dem Game. Ist natürlich schade, dass auf den Konsolen und dementsprechend PlayStation nicht diesen Level-Editor gibt. Das wäre ja sicherlich irgendwie möglich gewesen. Schätze ich jetzt einfach mal, dass es irgendwie doch vielleicht nachgeliefert werden würde, könnte oder so. Das wäre natürlich ganz geil, weil dadurch hast du natürlich immer wieder neue Level, immer wieder. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das ist ganz cool. Mit VR könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ein paar Leute kaputt schlagen, ist immer gut. Immer gut. Weiter geht's mit meinem geliebten MechWarrior 5. Da kommt am 14. März der nächste DLC raus. Diesmal geht's auf die Arena-Welt Solaris. In Solaris Showdown gibt's nicht nur einen neuen Mech in verschiedenen Varianten, sondern vor allem eine neue Questreihe um Solaris-Legende Duncan Fisher. Der wird sogar von seinem englischen Originalsprecher aus MechWarrior 4 Mercenaries vertont. Don't listen to any of these pretenders. I'm the real Duncan Fisher. Sure you are, pal. Ja. Ist okay, ist MechWarrior, müsste ich halt erstmal das Hauptgame spielen, bevor ich mir irgendwie die Ziele ziehe. Jetzt kommt ein cooles Game. Die Star Wars Battlefront Classic Collection bringt die Original-Battlefront-Spiele in einer neuen Sammlung auf PC, PlayStation, Xbox und Switch. Wir reden hier also von den 2004 und 2005 veröffentlichten, in erster Linie Multiplayer-Shootern, vom inzwischen aufgelösten Entwicklerstudio Pandemic.
Die über 30 Euro teure Sammlung bringt abseits von modernen Auflösungen wohl keine grafischen Verbesserungen und liefert nur ein paar Karten und Helden mit, die es offiziell bislang nur für die alte Xbox-Version gab, die aber auch schon lange als Mods für die PC-Version verfügbar waren. Ja, aber trotzdem. Also das werde ich mir sicherlich holen und zumindest mal reinzocken. Das könnte ganz geil werden, wenn sie keine Probleme haben mit den Servern, weil das alte Erlebnis immer auferleben lassen. Das könnte schon ganz cool sein für ein paar Stunden, oder? Was meint ihr? Das ist schon auf jeden Fall mindestens ein kleines Highlight für den Monat. Outcast 2 heißt inzwischen Outcast A New Beginning, ist aber immer noch die Fortsetzung zum PC-Klassiker Outcast von 1999. Wir sollen die neuen Abenteuer von Cutter Slate aber auch ohne Vorwissen verstehen, denn die Welt ist komplett neu gestaltet, auch wenn wir ein paar bekannte Figuren treffen oder sie zumindest angesprochen werden. Statt einzelner Zonen gibt es diesmal eine zusammenhängende Open World, die wir jetzt auch per Wingsuit erkunden. Wir erfüllen Quests in den verstreuten Dörfern, kämpfen gegen fiese Invasoren und führen jede Menge Dialoge mit den zum Teil schrullig skurrilen Figuren des Planeten Adelpha. Ja, auch hier muss ich sagen, ich habe das alte Spiel nicht gespielt, auch die Neuauflage von dem alten Spiel, das ja vor Jahren rausgekommen ist, auch nicht. Und zum zweiten, jetzt hier, gibt es ja auch schon eine Demo, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, doch, gibt es sogar auf Konsole, glaube ich. Was heißt, glaube ich, habe es gesehen. Aber, keine Ahnung, ich habe da gehört, dass sehr viel Fokus ist auf Ballern und dass das jetzt nicht so der Knaller sein soll in dem Bereich. Habe ich zumindest so vernommen. Keine Ahnung. Lightyear Frontier sieht mit seinen Mechs auf den ersten Blick vielleicht wie ein Actionspiel aus, erinnert aber doch eher an Cozy Games und Lebenssimulationen wie Stardew Valley. Nur sind wir hier die meiste Zeit über im Mech unterwegs, fällen Bäume, sammeln Kristalle und andere Ressourcen und bauen unsere Farm auf einem fremden Planeten aus. Wir erkunden aber auch die Umgebung und reinigen sogar verseuchte Gebiete, damit die Natur wieder erblühen kann. Ja, das gibt's ja schon im Game Pass auf der Xbox und das wäre eigentlich ein Spiel gewesen, hätte ich gerne reingezockt, als es reingekommen ist im Game Pass, aber habe ich bisher leider noch nicht die Zeit gefunden. Das hat mich auch übertrieben an eine Folge erinnert mit dem Max und so auf der Farm aus, wie heißt diese Netflix-Serie, wo so viele verschiedene animierte Folgen sind. Die Leute, die alle Staffeln gesehen haben, die wissen ganz genau, welche Folge ich meinte. Ich glaube, das war sogar die erste Staffel. Da gab es auch so ein Farm-Setting mit so Max und so. Und hier ist es halt wirklich so ein Survival-Game tatsächlich, aber mit Max halt so. Ja, das war es dann, glaube ich, auch schon im Prinzip. Könnte ganz interessant sein. Ich habe ein paar Videos dazu gesehen. Die waren jetzt nicht unbeliebt, sag ich mal. Also beziehungsweise kam ganz gut an. So rum wollte ich es eigentlich sagen, bei den Leuten, die es gezockt haben. Ja, warum nicht? Jetzt in der Vollversion oder was? Wenn das immer noch im Game Pass ist, kann man das sicherlich mal ausprobieren. Love, Death and Robots, jetzt ist mir eingefallen, genau. Das müsste eigentlich die erste Staffel gewesen sein, woran es mich erinnert hat. Schon im Ankündigungstrailer vor einigen Monaten. Die Baseball-Simulation MLB The Show geht in die nächste Runde. Im Story-Modus spielen wir ikonische Momente der Baseball-Historie nach, während wir bei Road to the Show unseren eigenen Spieler erstellen und bis in die Major League aufsteigen. Oder es zumindest versuchen. Außerdem gibt es verschiedene Multiplayer-Modi wie den Diamond Dynasty-Modus, bei dem wir unser eigenes Traumteam zusammenstellen. Ja, ey, ist halt Baseball. Ich habe da keine großen Aktien drin in Baseball, obwohl ich das an sich schon ganz cool finde, aber in der Reihenfolge von Sport, die ich gucken würde, wäre das relativ weit hinten dementsprechend. Vielleicht, das kennt wahrscheinlich keiner. The Bigs hieß mal ein Spiel, ein überdrehtes Spiel. Das war so ein bisschen EA Big damals, Style, ja, vielleicht erinnert ihr euch noch FIFA Street und so, das war ja so übertrieben, oder NFL Street, wo du so krasse NBA Street, wo du krasse Tricks machen konntest und Dunkings und dies und das. Und es gab's mal zu Baseball, aber nicht von EA, von irgendeinem anderen, und es hieß einfach The Bigs. Und das war ein geiles Game, das war wirklich so Arcade, wo du dann einfach, keine Ahnung, auf dem Times Square war das, glaube ich, sogar, wo du da ein paar Bälle schlagen musstest und dann möglichst viel Schaden anrichten musstest. Das fällt mir gerade mal ein. Absoluter Geheimtipp. Kennt keine Sau wahrscheinlich, aber es ist ein geiles Game gewesen, ohne Scheiß. Das hat mich so ein bisschen an die gute alte EA Big Side erinnert. Ey, solche Spiele vermisse ich, ohne Scheiß. Auch NBA Street und so von damals. Warum gibt's das nicht, Mann? Ey, das war so krass damals. PlayStation 2, NBA Street und FIFA Street und Mann, Alter, wirklich ohne Scheiß.
In den 90er Jahren hat Alone in the Dark Spielegeschichte geschrieben und die Grundlage für Survival Horror gelegt. Die Fortsetzungen standen später aber immer im Schatten von Resident Evil und schwankten in der Qualität von solide bis grottig. Nun versucht sich THQ Nordic und das Entwicklerstudio Pieces Interactive an einem Reboot. Das neue Spiel führt uns zurück nach Louisiana und bringt auch Serienheld Edward Carnby zurück, diesmal dargestellt von Stranger Things Star David Harbour. Zusammen mit Emily Hartwood soll Carnby das Verschwinden von Emilys Onkel untersuchen. Je nachdem, welche der beiden Figuren wir steuern, gibt es Änderungen in den Levels und beim Spielablauf. Ja, ey, Freunde, da weiß ich bis heute nicht, was ich davon halten soll. Man. Also die Demo, naja, auch das Gameplay, was man bisher gesehen hat, es ist alles so hölzern und hakelig und auf der anderen Seite hat es aber auch Potenzial. Ich weiß nicht, ey, ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube, das wird nicht so das große Knallerding. Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Keine Ahnung. Schwer. Ich meine, natürlich hat es viel weniger Budget als in Resident Evil oder andere Spiele dieser Art, aber schwer. Es ist irgendwie auch hakelig, einfach auch so wie und so klotzig und so. Ach, keine Ahnung. Aber Potenzial hat es halt. Das ist halt. Ich weiß es nicht. Vielleicht von der Story her oder Gruselfaktor. Ist halt auch schwer. Das war ja wirklich nur so eine kleine Mini-Demo. Ne? Team Ninja wagt sich mit Rise of the Ronin erstmals an ein Open-World-Action-Spiel, setzt aber weiterhin auf die hauseigenen Stärken beim Kampfsystem. Ende des 19. Jahrhunderts geraten wir in dem PS5-exklusiven Actionspiel in den Konflikt zwischen japanischer Tradition und westlicher Moderne. Statt gegen Dämonen und andere übernatürliche Bedrohungen wie zuletzt in Nioh und Wolong kämpfen wir diesmal also in einem deutlich geerdeteren Szenario. Für die Erkundung der offenen Spielwelt inklusive mehrerer Städte nutzen wir aber neben dem Pferd auch einen hölzernen Flugdrachen. So, ja, Freunde, eins der Highlights des Monats, wa? Muss man sich auch mal reinziehen. Alone in the Dark kommt am 20., jetzt kommt es am 22. und jetzt kommen noch zwei andere coole Spiele am 22. Warum innerhalb von zwei Tagen vier Spiele, die vielleicht potenziell interessant sein können für die Leute? Verstehe ich nicht, aber egal. Rise of the Ronin sieht aus wie straight von der PS3 geportet, aber könnte trotzdem ganz cool sein. Denn, ich habe das immer wieder gesagt, Team Ninja hat einiges drauf in Sachen Gameplay. Was man von der Story erwarten kann, bleibt abzusehen. Was man von der Open World erwarten kann, bleibt abzusehen. Mal schauen. Es könnte richtig cool werden, aber es könnte auch vielleicht eher so, ja, cool, kann man mal zocken werden, denke ich so. Ich denke, es wird kein Totalausfall, das auf jeden Fall nicht. Aber entweder wird es ganz cool oder es wird richtig geil. So, denke ich. Aber die Grafik, wie gesagt, das ist straight PS3-Style, Alter, ohne Scheiß. Aber Gameplay haben die immer abgeliefert, ohne Scheiß. Gameplay ist immer cool bei denen. Alles andere hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, meiner Meinung nach. Bei Nioh und bei Wulong und hast nicht gesehen. Ja. Aber Team Ninja, bringt doch mal wieder ein Ninja-Game raus. Weißt du? Ninja-Guiden. Wer ist denn damit? Das wäre doch auch mal was Krasses, oder? Naja. Dragon's Dogma 2 will all das zurückbringen, was den Vorgänger vor über 10 Jahren zum Kultspiel gemacht hat. Eine düstere Fantasy-Open-World, einfallsreiches Gegnerdesign, die Vasallenbegleiter und das flexible Kampfsystem. Doch das neue Rollenspiel will auch größer und facettenreicher sein als das Original. Wir können also an noch größeren Bossgegnern hochklettern, unsere Begleiter sollen uns noch vielseitiger unterstützen und mehr Fähigkeiten lernen und die Umgebungen sollen interaktiver und auch abwechslungsreicher werden. Ja, Freunde, das ist, wenn ich so überlege, das ist mein Highlight des Monats. Dragon's Dogma 2 sieht so gut aus. Alles, was sie gameplay-mäßig rausgehauen haben, was wir gerade eben gesehen haben im Hintergrund, sieht richtig geil aus. Capcom hat einfach einen richtig guten Lauf. Die meisten von denen, die letzten Jahre sind richtig geil. Die haben einfach auch eine geile Engine, die haben irgendwie einen geilen Lauf von geilen Games. Das sieht cool aus. Und wenn man auf so Fantasy-Action-Setting Bock hat, dann ist man, glaube ich, hier an der richtigen Adresse. Es wird sicherlich mega umfangreich, es wird spaßig. Ja, Capcom, heuert mich an, bezahlt mich. Nein, Spaß. Doch, macht das gerne. Ey, das sieht cool aus. Was soll ich sagen? Es sieht echt cool aus, Mann.
Mit Princess Peach Showtime gibt's im März auch was Neues von Nintendo. Diesmal ist die ikonische Prinzessin aber nicht nur Nebenfigur, sondern Star der Show im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auf einer Theaterbühne schlüpfen wir in die unterschiedlichsten Kostüme, um verschiedene Herausforderungen zu meistern. Mal gibt's klassische Platforming-Passagen, mal müssen wir unbemerkt an Gegnern vorbeischleichen. Vom Schwierigkeitsgrad orientiert sich Princess Peach Showtime dabei aber klar an eine jüngere Zielgruppe. Ja, böse und wahre Zungen würden behaupten, welches Nintendo-Spiel macht das nicht, an Jüngere sich richten vom Schwierigkeitsgrad her, als wenn nicht Leute 30 Jahre mit dem Spiel aufgewachsen sind. Anderes Thema. Ey, auch das interessant. Ey, mal ein neues Nintendo-Spiel. Keine Neuauflage, kein Remake, kein Remastered. Was Neues? Ist doch schon mal etwas Cooles. Und auch da ist die Frage, warum kommt das alles an einem Tag? Natürlich unterscheidet sich Princess Peach am deutlichsten von den anderen drei genannten Spielen davor. Aber warum kommt das alles an einem Tag, Freunde? Warum? Sieht aber ganz cool aus, so. Aber ist halt schade, wenn es keinen wirklich spielerischen Anspruch gibt, denn so, weißt du? Es ist halt schade, weil an sich ist es ganz cool so mit der Theaterbühne, dann schlüpfst du in verschiedene Kostüme und Rollen und so. Ist doch an sich schon eine coole Idee, finde ich. Aber, ja. Sag mal, was kommt denn jetzt hier alles noch? Sag mal, wie lange laber ich eigentlich schon wieder? Ach, Breachway schmeißt ganz schön viele Gameplay-Elemente in einen Topf und erinnert auf den ersten Blick auch ein bisschen an FTL. Denn wir fliegen mit unserem Raumschiff einem Signal hinterher und müssen auf dem Weg dorthin viele Entscheidungen treffen und Gefahren überleben. Damit das gelingt, bauen wir uns ein starkes Kartendeck zusammen, müssen unsere Crew managen und unser taktisches Geschick in rundenbasierten Kämpfen auf die Probe stellen. Ich weiß, ich habe das jetzt öfters gesagt, aber das sieht auch nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Wenn diese Kombination aus den verschiedenen Genres gut funktioniert, ja, dann könnte das ein cooles Spiel sein, was man auch so nebenbei mal eine Runde spielt, weißt du? Weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das versuchst du das doch immer wieder oder so eine Runde zu starten? Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Cool. In Bears in Space sind die Bären los, und zwar im Weltraum. Der Name sagt also alles. Oder auch nicht, denn der Shooter überrascht auch immer wieder. Schon in der Demo, die ihr übrigens immer noch auf Steam runterladen könnt, standen wir plötzlich in einem Basketballspiel. Im Fokus bleiben aber weiter wilde Ballereien mit retro-futuristischen Waffen. It's the only way. Sieht ein bisschen aus wie High on Life, oder? Aber auch da nicht schlecht. Ja, High on Life war gar nicht so schlecht, war ganz okay eigentlich. Und Bears in Space sieht so aus, als wenn es so ein bisschen in die Richtung geht, ne? Auch von diesem überdrehten Humor. Warum nicht? Ich weiß, ich habe das jetzt oft gesagt, aber was soll ich auch sagen? Ich kenne die Spiele halt. Ich habe die vorher nicht gespielt oder so. Between Horizons ist ein narratives Sci-Fi-Adventure mit Sidescroll-Perspektive. Wir steuern Stella, die vor 24 Jahren auf dem ersten Generationenschiff der Menschheit geboren wurde und jetzt als Sicherheitschefin an Bord arbeitet. Auf der Reise zu einem anderen Sternensystem untersuchen wir nun merkwürdige Vorkommnisse und kommen in dem Detektivspiel einer Verschwörung auf die Spur. Ich muss sagen, hier der Style sieht ganz cool aus, aber kommt auch nur für PC, wa? Detektivspiel, auch da, es ist immer bei mir so, überlege ich, habe ich da Bock drauf auf so Rätselmechaniken und so, auf der anderen Seite ist es aber auch ganz cool so, ja, wenn die wirklich das einhalten, was da zu sehen war, dass es verschiedene, ja, Lösungsmöglichkeiten gibt und so, ja, auch da, kann man mal machen, ach Leute, ich weiß nicht, ich überlege jetzt immer so, wenn ich das sage, ja, wie gesagt, ich kann nicht viel dazu sagen, ob ich einfach auf der einen Seite einfach so meine eigenen Highlights machen sollte in meinem Video. Auf der anderen Seite gibt es hier aber immer wieder Spiele, die wir gemeinsam vielleicht entdecken könnten, wo ich auch gerne mal eure Meinung hören würde, weil viele von euch haben ja noch andere Geschmäcker als ich und das ist irgendwie dann trotzdem cool. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht zu vielen Spielen so viel sagen, wisst ihr? Ja, ich weiß nicht. Hat beides Vorteile und Nachteile, ne? Aber irgendwie finde ich das hier so cooler, weil, wie gesagt, hier und da könnte man dann vielleicht Spiele mal entdecken und zum anderen hoffe ich natürlich auch immer, dass einer von euch sagt, ey, vielleicht das Spiel wurde vergessen oder das ist auch ganz cool. Okay, das hatte ich schon gespielt, die Demo, kann ich auf jeden Fall empfehlen, solche Sachen, weißt du? Das neue South Park-Spiel ist kein Rollenspiel, sondern ein 3D-Action-Adventure mit Koop für bis zu 4 Spieler. South Park wird in Snow Day von einem Schneesturm überrollt und Cartman, Stan, Kyle und Kenny haben schulfrei. Doch was als großer Spaß beginnt, wird schnell gefährlich, denn es droht der ewige Winter. Deshalb ziehen wir als neuer Schüler mit den Helden der Serienvorlage los und retten die Stadt.
Okay, ich habe das die ganze Zeit so vernommen und es wurde auch so die ganze Zeit immer wieder von Leuten gesagt, das wäre ein Multiplayer-Ding. Jetzt soll es ein Action-Adventure sein? Hä? Okay, jetzt bin ich echt ja, jetzt bin ich ein bisschen überrumpelt. Ich habe das immer als Multiplayer vernommen. So wurde es doch auch präsentiert, oder nicht? Ich dachte, das wäre so PvP-Schneeballschlacht-Style. Das wäre dann schon interessanter, was natürlich am interessantesten wäre, wenn die wirklich ein neues, komplett neues Rollenspiel machen würden. Aber das ist ja Obsidian. Obsidian haben doch die Rollenspiele. Nee, wer hat die Rollenspiele gemacht? Obsidian, oder? Die sind nochmal Microsoft. Nee, warte mal. Ich laber Scheiße. Trotzdem wäre es cool, neues Rollenspiel. Aber das klingt jetzt schon interessanter, ehrlich gesagt. Oder? Ja, genau. Klärt mich auf, falls ihr es wisst. Was es jetzt eigentlich für eine Art Spiel ist, so endgültig jetzt. Mit Bulwark Falconeers Chronicles liefert uns Thomas Salas ein neues Spiel im Erzähluniversum seines Flugkampfspiels Falconeer. Statt auf dem Rücken eines Falken durch die Lüfte zu düsen, errichten wir diesmal jedoch Städte auf kleinen Inseln und bauen Versorgungslinien zwischen den Siedlungen auf. Ey, okay, das sieht geil aus. Das sieht irgendwie ganz chillig aus. So. Also man muss jetzt, ja, das hat er jetzt so ganz kurz abgehandelt. Wiederum bei anderen Spielen labert er so viel. Und hier nur ganz kurz. Mit dem Universum habe ich nicht bisher Berührungspunkte, aber auch das sieht ganz cool aus. So. Aber das gibt es ja mittlerweile auch voll häufig, wa? Solche Aufbauspiele, wo du irgendwie auf dem Berg dich irgendwie hochbauen musst oder sowas. Immer wieder ringsherum oder auf kleineren Inseln wie hier und so. Jo. Gibt es schon öfters, aber es kommt direkt für Konsole. Das ist schon immerhin etwas. Ja. Giant Software bringt mit Farming Simulator Kids eine besondere Variante des Landwirtschaftssimulators für Switch und Mobile-Geräte raus. Die Kids-Variante richtet sich an eine besonders junge Zielgruppe und lässt Kinder beispielsweise 10 unterschiedliche Pflanzenarten aussehen und ernten. Es gibt Geräte und Items zum Sammeln und Tauschen, eine 2D-Welt zum Erkunden, einen Charaktereditor und Tiere zum Versorgen. Muss ich nichts zu sagen, oder? Ja, habe ich nichts mit zu tun. Nicht meine Zielgruppe, oder ich bin nicht die Zielgruppe, so. Outpost Infinity Siege bietet Basenbau, Tower Defense und Echtzeitstrategie. Und das alles als Ego-Shooter, den wir sogar im Koop spielen und in dem wir auch Mechs steuern können. Während wir im Endlos-Modus dann immer neue Gegnerwellen überleben, soll es auch einen Erkundungsmodus geben, der uns in immer neue Gebiete führt und mächtige Außenposteneinheiten erobern lässt. Real Talk, das sieht nicht schlecht aus. Jetzt mal real. Es sieht echt cool aus. Ich dachte erst bei der ersten Waffe-Einstellung, also der Blick plus die Waffe, dachte ich, ey, was ist das denn hier? Titanfall oder was? Sieht ein bisschen aus wie ein Tower Defense Titanfall Game. Sieht nicht schlecht aus. Ohne Scheiß. Ich mag Tower Defense, denn selber einschreiten in Ego-Shooter-Manier. Kommt aber nur für PC. Ja, aber. Das behalte ich mir auf jeden Fall mal auf der Liste. Ohne Scheiß. Das sieht echt cool aus. Das storylastige Roadtrip-Adventure Open Roads hatten wir jetzt schon öfter in der Monatsvorschau, doch der Release wandert immer weiter nach hinten. Jetzt ist eine Veröffentlichung am 28. März geplant. Ob es dabei bleibt, wissen wir in einigen Wochen. Ach ja, ich erinnere mich, das hatten wir schon mal in der Vorschau. Aber trotzdem wäre es natürlich ganz cool gewesen, hätte er nochmal gesagt, worum es eigentlich geht, weil so kann man nichts damit anfangen. Apropos Road Adventure, ich habe mir jetzt vor kurzem Road 6, nee, 69 nicht, 96 geholt. Heißt es? Road 96, ja, ich glaube schon. 69 nicht, schade aber auch. Ja? Aber 96, glaube ich, hieß es. Das soll auch ganz cool sein, wo du dann auf verschiedene Figuren triffst, dann Entscheidungen treffen musst und dann je nachdem, wie du dich entschieden hast, geht das Spiel halt entweder gut aus oder schlecht aus. Soll ganz gut sein, habe ich immer geholt auf jeden Fall. Aber noch nicht gezockt. Man kennt es. Mars 2120 verlässt nach rund anderthalb Jahren den Early Access und kommt dann auch für Konsolen raus. In dem Sidescroll Metroidvania erforschen wir als Heldin Anna Charlotte die erste menschliche Kolonie auf dem Mars, stellen aber schnell fest, dass die Basis von Feinden überrannt wurde. Jetzt erwartet uns ein Mix aus Erkundung, Rätseln und Kämpfen mit Nah- und Fernkampfwaffen. Genretypisch schalten wir nach und nach auch bessere Ausrüstung und damit neue Wege frei. Ja, das sieht irgendwie optisch nicht so geil aus, ehrlich gesagt. Es erinnert mich auch übertrieben an Shadow Complex, falls das noch jemand kennt. Wahrscheinlich kennt es auch keiner mehr.
Das kam damals auf der 360 raus, war so ein Download-Titel, Indie-Game-mäßig von Epic Games, den Gears of War machen damals. Das war richtig geil damals. Shadow Complex hieß es, glaube ich, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und es sieht so aus, als wäre das so der Nachfolger. Aber auch auf der 360, von der Optik her. Ja, nee. Was natürlich auch in keiner Monatsvorschau fehlen darf, sind Survival-Spiele. Und mit Omega Crafter bekommen wir im März eins, das vielleicht sogar Palworld-Fans gefallen könnte. Denn auch hier haben wir kleine Helferlein, die wir für allerhand Aufgaben einsetzen. Der Unterschied ist hierbei jedoch, dass wir sie zum einen nicht fangen müssen und dass es sich zum anderen um kleine Roboter handelt. Kämpfe und Erkundung gibt's in Omega Crafter aber auch. Oh, nee, du, lass mal gut sein. Nee, lass mal gut sein. Und ja, könnte den gefallen, aber mit Palworld haben sie doch das optisch ansprechendere Spiel und wahrscheinlich auch vom Gameplay her als das jetzt hier. Scheint es mir zumindest. Nee, lass mal gut sein. God's Worn will klassische Echtzeitstrategie im Stil von Warcraft 3 zurückbringen. Beim Wirtschaftssystem orientiert sich das Echtzeitstrategiespiel allerdings eher bei Spellforce. Zum Start des Early Access gibt es jetzt zunächst eine Handvoll Custom Maps, auf denen wir entweder gegen echte Spieler oder gegen die KI antreten. Die Kampagne wird hingegen anfangs nur zum Teil verfügbar sein und soll eher ein Vorgeschmack auf das sein, was später für Version 1.0 geplant ist. Ich finde, es hat irgendwie einen coolen Style. Also die Grafik finde ich eigentlich ganz nice. So ein bisschen Cell-Shading, Comic-Style, spielerisch. Könnte es auch ganz cool werden. Ist ein cooler Mix. Spellforce, muss ich sagen, habe ich nicht gespielt. Warcraft ist natürlich auch eine Riesenmarke, wo viele Fans natürlich auch auf eine Fortsetzung warten, sicherlich. Nach dem Debakel mit der Neuauflage von Warcraft 3 war das damals, wo die dann die alte Version rausgenommen haben und die Leute verarscht und so. Ich glaube, das war der dritte Teil, den sie neu aufgelegt haben, oder? Ja, also auch hier, ich weiß, aber auch das sieht nicht schlecht aus. Gerade die Grafik finde ich echt ganz cool, so den Style. Passt perfekt, finde ich. So, und weiter geht's wie immer mit den Portierungen im März. Da fangen wir mit dem VR-Spiel Mixture an, das bisher nur für die MetaQuest 2 erhältlich war. Jetzt können auch andere PC-VR-Headsets und PlayStation-User das Abenteuer der beiden Protagonisten miterleben. Spielerisch erwarten uns hier viele Kämpfe, Rätsel und Plattforming-Passagen. Ich sag's immer wieder, ich müsste mehr PSVR zocken, aber habe ich immer noch nicht gemacht. Ich habe mir aber die letzten Wochen so viele Spiele gekauft. Oh Gott, ich habe so viele Spiele gekauft, so viele Spiele für die VR-Brille. Aber ja, was soll ich sagen, ne? Also ja. Oh Mann, ey. Das storygetriebene Adventure As Dusk Falls findet jetzt auch seinen Weg auf die PlayStation. Auch wenn sich inhaltlich nichts ändert, bekommen Sony-User immerhin Unterstützung für die Funktionen des DualSense-Controllers, unter anderem auch Einbindung des Touchpads. Ja, soll geil sein. Habe ich leider nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ist das noch im Game Pass? Wahrscheinlich eher nicht. Das müsste aber, glaube ich, auch schon 2 Jahre her gewesen sein, dass es das auf der Xbox gab. Auf jeden Fall länger als 1 Jahr. Und ist so ein storygetriebenes Game, alle Walking Dead, Telltale Games und so, ja, wo du halt Entscheidungen triffst. Soll ganz geil gewesen sein. Ich hab's nicht gespielt, aber sehr viel Gutes gehört. Jetzt kommt's halt für PlayStation, ne? Die pure Freude an der Zerstörung können wir mit Abriss Build to Destroy bald auch auf den Current-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft ausleben. In der voxelbasierten Physiksimulation bauen wir nämlich zunächst, wie in einem Rätselspiel, komplexe Strukturen, nur um dann damit andere Gebilde eindrucksvoll einzureißen. Habe ich schon auf dem PC gesehen, bisschen was, so, auch vorschaumäßig, sah nicht schlecht aus. Auch, ja, es tut mir leid, ich wiederhole mich, ich merke das selber, aber würde mich jetzt nicht unbedingt ansprechen, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ehrlich gesagt. Auch wenn es natürlich cool ist, so ein paar Sachen einzureißen, aber, nee, das kann ich auch mit Lego machen, Alter. Erst selber aufbauen und dann an die Wand schmeißen. Obwohl, ist das so schlau? Das Partyspiel Manic Mechanics kam schon letztes Jahr für die Nintendo Switch raus und findet jetzt seinen Weg auf alle anderen Plattformen. Wir reparieren hier mit bis zu 4 Spielern die unterschiedlichsten Fahrzeuge und das natürlich mit ordentlich Zeitdruck und einigen Widrigkeiten. Zeitgleich zum Switch-Release gibt es übrigens für die anderen Versionen auch neue Level, einen Versus-Modus und neue Charaktere, die natürlich auch per Update für die Nintendo-Konsole kommen.
Da muss ich sagen, habe ich noch nie was von gehört. Geht das, kennt das jemand das Spiel? Geht das so ein bisschen in die Richtung von Overcooked und so? Weil dann wäre das ein interessantes Spiel. Ich mag Overcooked, ich mag Spiele, wo du da so zusammenarbeiten musst, wo du dich aber dann, wenn der andere einen Fehler macht, dich ein bisschen in die Haare kriegen kannst. Move Out oder wie hießen die ganzen Spiele? Mag ich. Also, ja, warum nicht? Ey, ohne Scheiß. Oder Ships of Fuel. Fuel habe ich erwähnt in einem der letzten Videos. War auch ein cooles Koop-Game, wo du zusammenarbeiten musst. Ey, ganz geil. Vor allem Spiele an einer Couch, an einem Fernseher gemeinsam zocken, an einer Konsole ist immer was Cooles oder kann was Cooles sein. Ja, gibt es viel zu selten heutzutage. Highwater gab es bislang als Mobile- bzw. Streaming-Spiel unter anderem bei Netflix. Am 14. März soll das Endzeit-Abenteuer auch auf dem PC und die Konsolen kommen und uns in eine überflutete Zukunft führen, die wir zu Fuß oder per Schlauchboot erkunden. Ja, ey, mit so einer Angabe kannst du halt wenig anfangen, wenn du das Spiel nicht kennst. Ja, du erkundest es, aber wo ist der Sinn? Einfach bist du einfach nur unterwegs, versuchst du zu überleben, versuchst du irgendeinen Punkt zu erreichen mit der Truppe. Kann ich nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, die Optik sieht nice aus. Und es ist ganz cool, dass mehr so ja, Netflix-basierte Games oder so, wie er gesagt hat, oder die beim Netflix eher waren, jetzt auch auf den anderen Konsolen und Plattformen kommen. Das war ja auch mit den, was waren das? Apple und so, glaube ich. Ne, was wurde eingestellt? Google Stadia vor einiger Zeit, war. Da gab es, glaube ich, auch danach Spiele, die dann einfach endlich auf die anderen Plattformen gekommen sind. Optik sieht cool aus. Ansonsten, wie gesagt, mit der Beschreibung kann man wenig anfangen. Guild war ursprünglich exklusiv. Genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Das sagt er jetzt nämlich auch. Das kam nämlich damals Google Stadia oder Apple oder eins von beiden. Sie für Googles Streamingdienst Stadia erschienen, hat nach dessen Ende aber den Sprung auf PC, PlayStation und Xbox geschafft und kommt nun zu guter Letzt auch noch für die Nintendo Switch raus. Genau, perfekt, genau das meinte ich, genau das meinte ich. Das wurde dann auch dann später dann umgesetzt. Das war nämlich eigentlich ein exklusives Spiel damals. Hatte ich auch immer vor, mir das dann für die PS5 zu holen, aber mal gucken, habe ich noch nicht gemacht. Aber sie soll auch nicht schlecht sein. Auf den lieblichen Geruch von frisch gemähtem Rasen müssen wir zwar verzichten, dafür können wir zumindest virtuell auch bald auf der Switch die Gärten pflegen, und zwar im Lawn Mowing Simulator. Für 5 Euro mehr gibt es übrigens dann auch die Landmark Edition, die beide bisher erschienenen DLCs beinhaltet. Was soll ich dazu sagen? Ich bin schuldig. Ich habe mir das mal für die PS5 geholt, weil ich das neu gesehen habe für einen Zehner. Ich hab's nicht gespielt bisher. Ich weiß auch nicht warum, aber waren nur 10 Euro, ist okay. Haben oder nicht haben. Haben oder nicht haben, Freunde. Während wir weiter auf die hoffentlich unvermeidliche Ankündigung zu Kingdom Come 2 warten, kommt das Original im März erstmal noch für die Switch raus und liefert auch gleich alle DLC-Erweiterungen mit. Spannend wird hier vor allem die Frage, wie sich das notorisch hardwarehungrige Spiel wohl auf der Nintendo-Konsole schlägt. Genau das ist ein Punkt, den ich mir nicht vorstellen kann. Ja, also das war ja, glaube ich, nicht mal auf den normalen Konsolen und stärkeren Konsolen super stabil immer. Wie soll es auf der Switch laufen? Ne? Anscheinend soll es ja eine richtige Version sein und keine Streaming-Version für Switch, oder? Ja, auch das Spiel habe ich bisher, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also es soll ja sehr schrakelig sein zum Einsch oder sehr uneinsteigerfreundlich, aber wenn man drin ist anscheinend, soll es richtig geil sein. Soll es auf jeden Fall ein erfrischendes, neues Erlebnis sein oder beziehungsweise ein erfrischendes Erlebnis, was jetzt nicht an jeder Ecke zu finden ist. Aber auch da muss man sich wahrscheinlich wirklich erstmal reinarbeiten und das kostet so viel Zeit und hast dich gesehen, aber von den Leuten, die es richtig gespielt haben, die haben da immer geschwärmt. Also, keine Ahnung, vielleicht seid ihr auch einer davon und könnt dazu was schreiben. Tango Gameworks Hi-Fi Rush ist das erste von bislang 4 Xbox-exklusiven Spielen, das jetzt auch für die PS5 kommt. Wobei Xbox-exklusiv sich natürlich nur auf die Konsolen bezog. Es gab den musikalischen Überraschungshit von 2023 ja auch schon für den PC. Als nächstes sind dann Pentiment, Grounded und Sea of Thieves dran. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Eines der besten Spiele des letzten Jahres. War sehr weit oben in meiner Top-Liste. Ich habe es komplett Let's Played auf dem Zweitkanal. Überragend geiles Game. Also, überragend geil. Richtig geiles Game. Richtig, richtig geiles Game einfach.
Auf dem PC wird schon seit Ende 2023 fleißig renoviert und dekoriert. Jetzt kommt die Heimwerker-Simulation House Flipper 2 auch noch für PS5 und Xbox Series X und S raus. Auch hier habe ich den ersten Teil mal ein bisschen gespielt. Wenn man darauf Bock hat auf sowas, dann kann einen das schon ganz gut packen. Und beim zweiten Teil, der kommt, glaube ich, auch ganz gut an auf Steam. Ich glaube, der hat schon viele überwiegend positive Bewertungen. Jetzt für Konsole ist halt ein Spiel, wo du halt renovierst und aufbaust und ja, dein Ding halt machst, ne? Gibt's auch davon, gibt's tonnenweise Spiele. Aber ich glaube, das soll einer der besseren Vertreter sein. Horizon Forbidden West kommt endlich als Complete Edition auch für den PC. Mit dabei sind die Erweiterungen Burning Shores und ein paar technische Verbesserungen wie Unterstützung für DLSS 3, AMD FSR und Intels Xs. Direct Storage Support soll für kurze Ladezeiten sorgen und wer will, kann auch in 21:9, 32:9 und sogar 48:9 auf bis zu 3 Monitoren spielen. Heiliger Bimbam, Alter, das würde ich gerne mal sehen. Auf 3 Bildschirmen. Das stelle ich mir richtig geil vor. Ja, was soll ich sagen? Horizon Forbidden West war ein geiles Spiel. Hat echt Bock gemacht. Es hat seine Schwächen aus meiner Sicht, gerade auch im Story-Bereich. Für mich persönlich ist das nicht die stärkste Marke von Sony. Aber gerade was optisch Spielrichter abgefeuert wurde, ist richtig geil. Also da freue ich mich auf jeden Fall mal, mir die Videos reinzuziehen, wenn irgendwelche Leute das auf ihrem Monster-NASA-PCs mal starten und so. Und am besten wirklich mit 3 Bildschirmen. Das möchte ich auf jeden Fall gerne mal sehen, wie geil das denn aussieht, wa? Mit 25k die Sekunde, Streaming und hast nicht gesehen, Alter. Junge, geil. Nach einigen wirtschaftlichen Fehlschlägen will sich das Entwicklerteam von Frontier Developments wieder mehr auf seine alten Stärken konzentrieren und was würde da besser passen, als den Aufbau- und Management-Hit Planet Zoo endlich auch für Konsolen rauszubringen. In der Standardversion sind alle Inhalte aus den kostenlosen Updates der PC-Fassung dabei, es gibt aber auch teurere Versionen, wo schon erste Bezahl-DLCs drin sind. Ja, auch hier ist die Frage immer, wie funktioniert das auf der Konsole? Weißt du, wie funktioniert das auf der Konsole? Weil du kannst im richtigen Spiel auf PC, ich hab's ein bisschen gespielt, ein bisschen reingeguckt auch, kannst du wirklich fummelig deinen eigenen Zoo zusammenbauen, so wie du Bock hast. Auch, keine Ahnung, die Steine und so zusammenbasteln und Höhlen bauen für die Tiere und so. Wie das funktioniert auf Konsole, schwer einzuschätzen, oder? Ja. Aber ansonsten ist es aber auch schon super alt, wa? Jetzt bringen sie, brauchen wirklich Geld, wie er es meinte, wa? Die brauchen wahrscheinlich wirklich einfach Geld. Ja, Spiel ist natürlich cool so, Zoo-Thematik. Muss man halt, ja, finde ich auch nicht cool, Zoo ist auch Dreck, aber ja, ist halt ein gutes Spiel, wa? Muss man auch mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben, ne? Und den Abschluss macht im März die Definitive Edition von Outward, die das Open-World-Rollenspiel jetzt auch noch auf die Nintendo Switch bringt, inklusive Koop-Modus beider DLCs und vielen Verbesserungen. So, und damit bin ich dann erstmal durch für den März. Wenn sich was ändert, erfahrt ihr es auch in unseren wöchentlichen Spieleausblicken. Ich sage jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Fritz. Heiliger Bimmer, wir haben es geschafft. Ja, zu dem letzten Spiel kann ich nur sagen, ist nicht meins. ja, vorne, ey, genug gelabert. Ich habe so viel gelabert wieder. Wie gesagt, es hat Vorteile, es hat Nachteile. Ich denke mir immer so, ein paar Sachen habe ich jetzt dadurch durch das Spiel entdeckt. Ein paar Sachen war ich, ey, da halte ich mich lieber fern, interessiert mich nicht. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt so eigene Listen machen würde, dann wären da 5 Spiele jetzt dabei gewesen, die vielleicht interessant wären und dann war es das. Wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile. Bei vielen Spielen kann ich halt hier nicht viel sagen. Und dementsprechend wiederhole ich mich. Auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich jetzt erklärt. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ist ein Highlight für euch dabei oder ist diesen Monat gar nichts dabei? Wie gesagt, für mich Highlight des Monats auf FIFA Dragon's Dogma 2. Ich habe auch Bock auf Rise of the Ronin. Ja, ansonsten nicht der stärkste Monat, ist aber auch nicht der schwächste. So kann man das nicht sagen. Ist ein stabiler Monat. Aber es geht natürlich besser. So, das war's. Genug gelabert. Ey, Junge, wie lang das Video ist. Freunde, wenn ihr bis hierhin gehört habt, schreibt mir doch gerne mal Bioshock 4 in die Kommentare, was hier steht. Ach man, wann kommt das endlich? Gut, also, haut rein. Lasst euch gut gehen. Tschüss.